Also, der Grundumsatz ist eine Missgeburt der Kalorientheorie. Harte Worte, ich weiß. Eigentlich sollte sich dieses Thema über den Grundumsatz längstens erübrigt haben. Denn der Grundumsatz kann man gar nicht berechnen, weil man die Kalorientheorie als Grundlage nimmt. Also wenn man mich noch Fragen stellt über den Grundumsatz, dann haben Sie dieses Ding noch nicht verstanden. Der Grundumsatz kann man ohne Kalorientheorie nicht berechnen. Wenn also diese Theorie falsch ist, dann ist auch der Grundumsatz falsch. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Mal ganz ehrlich, hast du überhaupt verstanden, wie der Grundumsatz überhaupt funktioniert und wie er berechnet wird? Wie oft hast du schon versucht, es zu verstehen? Und wie oft hat schon jemand versucht, dir den Grundumsatz zu erklären und du hast es nicht verstanden? Ich mache mit dir jede Wette, dass du schlussendlich gedacht hast, dass du seist zu dämlich dafür. Und da habe ich eine gute Nachricht für dich. Nein, das stimmt nicht. Etwas, das nicht wahr ist, etwas, das nicht existiert, kann man weder erklären noch begreifen. Im Gegenteil, die Grundumsatztheorie ist eine Beleidigung an deiner Intelligenz. Du hast schon lange gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Und ich werde dir heute den Beweis liefern, dass du recht hattest. Wenn du das bei Wikipedia eingibst, wirst du darauf stoßen. Bitte richte deine Aufmerksamkeit hierauf. Wenn man mit der Maus darauf geht, steht: Kalorie ist eine veraltete Maßeinheit der Energie, insbesondere der Wärmemenge. Eine Kalorie ist nach bla 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 und so weiter. Das kennen wir ja schon. Wenn ich also sage, dass die Kalorientheorie ein Fake ist, so habe ich es nicht erfunden. Ich habe es von denen selbst. Und obschon diese veraltet ist, ist diese Kalorientheorie die Grundlage für die Berechnung, welche gebraucht wird, um den Grundumsatz zu berechnen. Das musst du verstehen. Das ist in etwa so, wie wenn man früher zum Beispiel Lichtberechnungen mit dem Mond gemacht hat und man später festgestellt hat, dass der Mond kein Licht ausstrahlt, sondern nur das Licht der Sonne reflektiert. Und trotzdem versucht man jetzt weiterhin mit diesen Mondlichtberechnungen irgendetwas zu erklären. Verstehst du? Das geht nicht. Die Berechnungen werden immer falsch sein. Und genauso werden die Grundumsatzberechnungen immer falsch sein und sie werden nie aufgehen. Und hier zeige ich dir einige Beweise, dass ich für dich vorbereitet hatte. Okay, dann gibst du Grundumsatz ein und dann kannst du, wenn du zum Beispiel hier diesen Satz liest, das ist ja schon mal der erste Widerspruch. In der Praxis allerdings wird statt mit der gesetzlichen Einheit der Energie, dem Joule, häufig mit der veralteten Einheit der Wärme, der Kalorie, gemeint ist damit meist Kilokalorie, gearbeitet und der Grundumsatz und so weiter. Also, ist ja wohl logisch, dass das eine veraltete Theorie ist. Wenn man hier schaut, Kalorie und Kilokalorie ist eigentlich dasselbe, das ein und dasselbe einfach anders ausgedrückt. Warum es veraltet ist, ist ja hier logisch erklärt. Man kann ja nicht so dumm sein und glauben zu wollen, dass man mit Wassererwärmen irgendetwas erreichen kann. Darum ist diese Theorie veraltet. Sie macht ja gar keinen Sinn. Gehen wir mal ein Stück nach unten. Dann haben wir die Harris-Benedict-Formel. Er hat diese im Jahre 1918 gemacht. Diese Formel hier, das schauen wir alles noch später an, das ist jetzt nicht so wichtig. Was wichtig ist hier, dass er das damit gemacht hat, also mit dieser veralteten Theorie hier. Hä? Dann kam hier ein Mr. Broca, hä? Er hat dann das angepasst. Wie hat er es angepasst? Aber nimmt auch seine Anpassungen, hat er also auch mit dieser veralteten Theorie hier gemacht, das also der nächste Widerspruch. Und dann sieht man hier, wie er das Männer und für Frauen unterteilt hat. Dann kam Mr. Muffin, er wusste es besser und hat 1990 das überarbeitet und glaubte schlauer zu sein als seine Kollegen. Und was macht er? Er macht genau dasselbe, er benutzt eine veraltete Theorie. Das ist klar, man hat immer versucht, dieses Ding zu verbessern, weil die früheren Grundumsatzberechnungen nicht aus diesem Grund hier nicht aufgegangen sind, hat man sie versucht zu verbessern. Und was macht er? Er macht genau dasselbe. Also auch seine Formel ist eigentlich zum Ködern. Dann kommt hier eine einfache Abschätzung, werden wir auch noch genauer anschauen. Dann, wenn man dann weiter nach unten scrollt, sieht man hier Leistungsumsatz und so weiter. Das werden wir auch genauer unter die Lupe nehmen. Und später, nicht in diesem, aber im nächsten Video, werde ich dir beweisen, dass all diese Formeln hier
all diese Berechnungen hier rein willkürliche mathematische Formeln sind, welche man zusammengeschustert hat, um ein bestimmtes Resultat zu bekommen. Wenn du es nicht verpassen willst und meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, weil das willst du nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber etwas, das eigentlich widersprüchlich ist und falsch ist, aber man trotzdem irgendwie an den Mann bringen will und man trotzdem als wahr verkaufen und durchsetzen will, löst man am besten, wenn man es mit Zahlen und Formeln solchermaßen verkompliziert, dass es unverständlich wird. Wir versuchen da etwas zu verstehen, werden müde und schläfrig dabei, dann werden wir gereizt und nervös und schmeißen schlussendlich das Ding weg und denken insgeheim, wir seien in Wirklichkeit zu dämlich dafür. Das stimmt aber nicht. Es ist nur ein fauler Trick, wenn man irgendetwas durchsetzen will, das es gar nicht gibt. Das wird aber nicht nur in der Ernährungsbranche gemacht, sondern überall. Wenn man die Wahrheit über irgendetwas verschleiern wird, dann muss man es nur verkomplizieren, bis die Leute es nicht verstehen können. Gerade jetzt im Falle des Coronavirus erleben wir das tagtäglich. Nach so vielen unterschiedlichen Meinungen weiß kein Schwein mehr, was jetzt eigentlich richtig und falsch ist. Irgendwann einmal wird es dann einfach zu einer Glaubensangelegenheit wie mit den Religionen. Entweder glaubt man an das oder man glaubt an dieses. Die einen entscheiden sich lieber das zu glauben und irgendjemand anders etwas anderes. Bleiben wir aber beim Thema Ernährung und Grundumsatz. Die Idee vom Grundumsatz sollte eigentlich sein, zumindest ist es das, was sie uns erklären, wie viel der Körper in Ruhe oder Inaktivität Zustand verbraucht, beziehungsweise wie viel Energie verbraucht er selbst von Grund auf. Wie etwa im Schlaf, Sitzen, Herumstehen, ohne irgendeine größere Aktivität. Jeder Mensch soll also eigentlich irgendeinen Grundenergieverbrauch haben. Hat es auch, kann aber nicht mit dieser veralteten Kalorientheorie berechnet werden. Dann versucht man irgendwie den Zweck vom Grundumsatz folgendermaßen zu erklären. Nehmen wir Autos als Beispiel. Wie kleiner, wie leichter und kraftvoll ein Auto ist, wie weniger ist der Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer. Sagen wir mal 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Also, das wäre der Grundumsatz dieses Autos. Und in etwa so wollen Sie es mit einem Körper vergleichen. Hingegen, wie größer, schwerer und kraftvoller man ist, umso höher sollte der Grundumsatz von Natur aus sein. Weil man dies bei Maschinen nachweisen kann, aber bei Menschen nicht, hat man also einfach so, mir nichts, dir nichts, rechnerische Werte von Maschinen genommen und in theoretische Werte für den Menschen umgewandelt. Wie verrückt ist denn das? Wofür sollte der Grundumsatz sonst noch gut sein? Nun, es ist die beste Ausrede, wenn du nicht abnimmst. Man kann dir also sagen, es hätte etwas damit zu tun, dass du deinen Grundumsatz nicht berücksichtigt hast oder falsch berechnet hast. Tatsächlich ist es so, wie du gleich sehen wirst, hast du nach dieser Theorie vom Grundumsatz praktisch keine Chance, irgendetwas berechnen zu können, das auf dich zutrifft. Was aber noch wichtiger ist, es lässt sich damit Geld verdienen. Wenn du dich von einem Profi deinen Grundumsatz genau berechnen lässt, so stellt er dir das in Rechnung. Ein Sportarzt stellt Spitzensportler eine Rechnung aus, wenn er mit komplizierten Geräten den Grundumsatz ermittelt. Wenn man also damit gezielt festgestellt hat, dass beispielsweise dein Grundumsatz bei 1600 Kalorien liegt, so darfst du laut dieser Grundumsatztheorie nicht mehr als 1600 Kalorien zu dir nehmen. Alles, was darüber ist, würde sonst in Fett umgewandelt werden. Nach dieser Theorie bist du eigentlich aufgeschmissen und dazu verdammt, nur noch dicker zu werden. Denn 1600 Kalorien sind so wenig, dass du das Essen nur zu riechen brauchst, um diese Grenze zu überschreiten. Bei 2000 Kalorien Grundumsatz dürfen wir uns nichts erlauben, verschweige dann, wenn es unterhalb ist. Was sollte also die Lösung sein, welche man dir präsentiert? Du hast nach dieser falschen Theorie nur zwei Möglichkeiten. Entweder betreibst du Sport, damit du kraftvoller wirst, damit dein Grundumsatz ein bisschen nach oben geht, sprich von 1600 vielleicht auf 2000 Kalorien und dann darfst du ein bisschen mehr essen. Und die andere Möglichkeit ist, dass du diese 1600 Kalorien nicht überschreitest und dafür darfst du dein jetziges Übergewicht für immer behalten. Ist das nicht nett?
Ich zeige dir jetzt anhand einer Berechnung alle Widersprüche vom Grundumsatz und wie aussichtslos dein Leben wäre, nach dieser Theorie jemals deine Wunschfigur erreichen zu können. Gleich geht's weiter in Kapitel 6.